Hi ihr Lieben, heute geht's total gesund bei mir zu. Ihr wisst ja, dass ich mir überlegt habe, ich zeige euch zwischendurch immer wieder sehr, sehr proteinreiche Rezepte. Die sind besonders gut geeignet, wenn ihr zum Beispiel abnehmen möchtet oder wenn ihr einfach eine gesunde Ernährung an den Tag legen möchtet. Wir haben jetzt auch überlegt, im Januar doch so ein bisschen mehr auf Eiweiß zu setzen. Und ich mache jetzt heute eine richtig leckere Bowl. Und zwar ist eine Bowl einfach ein Gemisch aus etwas Kohlehydrathaltigem, kleiner Zungenbrecher, und ganz viel Gemüse und einem Dressing. Und das ist sogar vegan abwandelbar. Nur mal zur Info, falls ihr vegan seid. Und meine Basis ist heute Quinoa. Ihr könntet statt Quinoa auch Bulgur nehmen, also Weizen oder Reis. Also da könnt ihr euch einfach das nehmen, was ihr gerade da habt oder das, was ihr am liebsten mögt. Bei mir ist es, wie gesagt, heute Quinoa. Den werde ich jetzt nach Packungsanleitung garen, also in Salzwasser. Und dann sehen wir uns nach dem Garvorgang wieder. Unser Quinoa ist jetzt fertig gegart und ich möchte ihn jetzt nicht so heiß in die Bowl geben und wir haben auch noch ein bisschen was vorzubereiten. Daher nehme ich ihn jetzt aus dem Topf und gebe ihn zum Abkühlen in eine große Schüssel und danach machen wir mit den Kichererbsen weiter. Ich nehme immer ganz gerne Kichererbsen aus der Dose, dann spart man sich diese Einweichzeit und die sind dann eben schon weich. Und ihr könnt jetzt hier einfach würzen nach Herzenslust. Ich persönlich mag ganz gerne Paprikapulver, natürlich Salz. Was bei mir nicht fehlen darf, ist Zwiebelgranulat, das mag ich auch ganz gerne. Und unbedingt auch noch ein bisschen Kreuzkümmel dazugeben, denn ansonsten blähen ja Kichererbsen so ein bisschen auf und das wirkt dann eben entgegen. So, einmal alles schön verrühren und den Ofen habe ich übrigens vorgeheizt auf 220 Grad Ober- und Unterhitze und da kommen jetzt ungefähr 23, 25, 26 Minuten rein. Da müsst ihr einfach selber ein Auge drauf haben und gerne auch immer mal wieder ein bisschen wenden. So, und jetzt rösten die Kichererbsen ja gerade vor sich hin im Ofen und ich habe mir gedacht, ich nutze die Zeit, um euch jetzt mal meinen Tofu zu zeigen. Wir haben übrigens das erste Mal eine Bowl bei Dean und David gegessen. Wie kam das? Ihr habt gesagt, Kiki, mach doch mal, das war ein Dressing, wolltet ihr, mach doch mal das Dressing von Dean und David nach. Und Hamza und ich fahren dahin und dann haben wir nur die Bowl gesehen und dachten, ey, wir gönnen uns jetzt mal so eine leckere Bowl. Und die war mega lecker und die war auch mit Tofu. Und wie fandest du's? Ich war danach zwei Tage lang satt. Hamza war danach zwei Tage lang satt. Tofu ist nämlich auch so eine richtige Eiweißquelle. Das hier ist jetzt Räuchertofu auf Kichererbsenbasis. Es gibt ja verschiedene Arten von Tofu und es ist eben ein veganer Fleischersatz. Was ich gemacht habe, ist, ich habe das Ganze eine Stunde zuvor in Sojasauce, ganz normale Sojasauce eingelegt, damit es schön einzieht. Wenn ihr keine Zeit habt, dann reichen vielleicht auch nur 20, 30 Minuten. Und jetzt bratet ihr das Ganze in etwas Öl in der beschichteten Pfanne an. Den Tofu jetzt 4 bis 5 Minuten lang schön anbraten von allen Seiten und danach den Herd ganz, ganz dringend ausschalten, denn wenn wir den Honig dazugeben, darf er nicht stark erhitzt werden. Das ist ja bei Honig so. Und wer jetzt vegan ist, der nimmt einfach Agavendicksaft, also den Honig jetzt nochmal schön schmelzen lassen und dann Paprikapulver dazugeben. Ich gebe gern ganz viel süßes Paprikapulver dazu und ein bisschen was Scharfes. Scharf mag ich nämlich nicht so gerne. Und Salz braucht ihr in der Regel nicht. Das ist ja schon salzig genug durch die Sojasauce. Das gebe ich jetzt einfach wieder zurück in meine Schale und dann zeige ich euch das Joghurtdressing und dann haben wir alle Komponenten fertig und können die Bowl anrichten. Für unser Dressing nehmt ihr jetzt ganz einfach Naturjoghurt oder ihr nehmt eine vegane Alternative. Da geht ja zum Beispiel auch Sojajoghurt. Und da gebt ihr jetzt eine gepresste Knoblauchzehe rein, außerdem Salz und Pfeffer und natürlich ein bisschen Honig für die Süße. Und um denen so ein bisschen entgegenzuwirken, das gibt nochmal so einen tollen Geschmack, ein bisschen Limettensaft und wenn ihr keine Limette da habt, einfach Zitrone. Und dann verrührt ihr das und fertig ist das Dressing und es schmeckt mega, mega gut. Und jetzt haben wir alles vorbereitet, das heißt, ihr nehmt euch jetzt eine Bowl, also nichts anderes als eine Schüssel und gebt da alles rein. Auf den Untergrund der Bowl gebt ihr jetzt ganz einfach das Quinoa oder wenn ihr zum Beispiel Bulgur oder Reis habt, ich sag mal Bulgur, obwohl es gar kein deutsches Wort ist, naja, ihr wisst, wie ich das meine. Nein, jeder kennt es, ja, selbst im deutschen Raum sagt man ja schon Bulgur. Und genau, wir beginnen jetzt damit und dann schichten wir einfach portionsweise. In meine persönliche Bowl kommt jetzt natürlich frischer Rucola, Tomaten, da nehme ich gerne Cherry-Tomaten, außerdem Radieschen, rote Zwiebeln und Möhren. Natürlich unser Tofu, den wir gerade vorbereitet haben,
Avocado, bei der Avocado mache ich so, da teile ich ihn erstmal in zwei, oder sie in zwei besser gesagt, und schneide sie in ganz, ganz dünne Scheiben. Dann natürlich unser Joghurtdressing, die vorbereiteten Kichererbsen und nochmal für etwas mehr Biss Cashewkerne und gerne zum Schluss noch ein bisschen Sesam. Und man kann sich natürlich auch immer wieder Joghurtdressing nachnehmen, nachreichen, weil bei der Bowl ist es generell so, man richtet zwar alles portionsweise an, aber am Ende wird sowieso alles miteinander verrührt und dann vermengt sich alles und es schmeckt einfach wunderbar und sättigt vor allem. Ihr könnt das Ganze jetzt natürlich nachmachen und das ist nur eine Idee von Tausenden. Eine Bowl kann man total variieren. Ich schreibe euch meine ganz genauen Mengenangaben unten in die Videobeschreibung. Wenn euch dieses Rezept gefallen hat und ihr gerne öfter mal gesunde Rezepte haben möchtet, dann schreibt es mir in die Kommentare, hinterlasst mir auf jeden Fall ein Däumchen nach oben, um mir zu zeigen, ob euch das Rezept gefallen hat. Und dann würde ich auch mal sagen, gerne mehr Rezeptvorschläge. Alles entsteht hier durch euch. Ein Abo dalassen. Das war jetzt aber viel, was ich von euch verlange, ne? Naja, es dauert ja nicht lang. Von daher wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Viel Freude beim Nachmachen und bis bald. Tschüss.